Yo, meine Verrückten, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video von mir. Und heute habe ich mir mal überlegt, wir zocken mal eine Runde Planet Coaster. Und zwar habe ich das Spiel gerade gekauft, runtergeladen, und das ist das erste Mal gerade, dass ich das Spiel hier öffne und deswegen meinen Avatar erstellen. Wir erstellen jetzt zusammen einen Avatar, wir machen quasi zusammen jetzt einmal alles, und ihr dürft in die Kommentare schreiben, ob ihr ein Let's Play davon sehen wollt oder nicht. Und zwar machen wir, keine Ahnung. Achso, das ist nur die Gesichtsform jetzt erstmal. Was machen wir denn mal am besten? Das finde ich eigentlich ganz gut. So, Haare machen wir die. Die finde ich eigentlich ganz geil. Bart kein. Was ist das? Haarfarbe. Nehmen wir mal die. So, was ist das? Eine Brille. Ja, guck mal, richtig der Coole. So, jetzt braucht er mal ein bisschen was Sescheres. Nee, das ist zu. Nee. Das finde ich eigentlich gar nicht mehr so schlecht. Und Hose hat er so eine an. Hier aber nicht in lila, sondern in schwarz. So, sehr gut. Und dann eine Cap hat er eigentlich nicht auf. Das sieht zu bescheuert aus. So, okay. Er ist... ist groß, ja. Breit ist er nicht, er ist schlank. So, wir drehen einmal kurz, wir gucken mal. Ja, sieht eigentlich ganz sexy aus, den nehmen wir annehmen. Zack, und auf geht's. Lege das Hauptquartier deines Avatars fest. Das Hauptquartier ist der Ort, von dem andere Spieler deinen Avatar sehen und auf von dir geteilte Parks und Baupläne zugreifen können. Positioniere deinen Avatar an einer beliebigen Stelle auf dem Globus. Du kannst die Position deines Avatar-IQs auch später verändern. Ah, okay. Dann setzen wir doch einfach mal dahin. Jo, machen wir. So, er chillt da, er chillt da. So, und ich würde sagen, starte ein neues Spiel im Karriere-Sandbox oder Herausforderungsmodus. Und zwar fangen wir einfach mal an. Sandbox ist natürlich, wie ihr wisst, Minecraft ist ein Sandbox-Game. Das heißt, man kann einfach alles von quasi von selbst aufbauen. Starte einen neuen Park ohne jede Vorgabe und lasse deine Fantasie freien Lauf. Du kannst ohne Einschränkung den Park deiner Träume bauen. Ich würde sagen, das machen wir, wenn ihr Bock habt auf noch ein Video hier von Planet Coaster, beziehungsweise auf mehr von Planet Coaster. Und jetzt zocken wir erstmal Karriere. Starte eine Karriere im Themenpark Management. Nimm abwechslungsreiche und zunehmend schwierige Szenarien in Angriffen. Finde heraus, wie weit du kommst. Oder Herausforderungen. Um in diesem Modus Erfolg zu haben, musst du dein Budget unter Kontrolle halten. Dir werden anfangs nur wenig Optionen zur Verfügung gestellt, bis du die Erweiterung für den Park verdienst. Wir gehen mal kurz in die Optionen und machen mal eben kurz Mucke ein bisschen leiser. Machen das hier mal ein bisschen lauter. Einfach so. Parkmusik machen wir auch ein bisschen leiser. So, Soundeffekte auch ein Stück. So. Anwenden. Okay, super. Gut, und dann geht's jetzt los. Wir gehen in den Karrieremodus. Und zwar machen wir Captains Eiskiefer vergrabene Schätze, weil der Rest haben wir ja nicht. Wir starten ein neues Szenario und ja, ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Also, ich habe dieses Spiel ja noch nie vorher gespielt. Das ist das erste Mal, was ich jetzt mit euch teilen möchte. Ich habe es zwar schon gesehen auf YouTube bei einigen YouTubern und habe einfach Bock darauf gekriegt. Und deswegen habe ich mir jetzt gedacht, komm, wir spielen das einfach mal eine Runde. Und vielleicht kriegt ihr ja auch Bock drauf und unterstützt die Entwickler und kauft euch das Spiel auch. So, nachdem gerade eben die Aufnahme irgendwie abgestürzt ist, sind wir jetzt hier in Piratenschlacht gelandet. Und zwar, ahoi du Landratte und willkommen bei Planet Coaster. Geh nicht über Bord, wenn du diesen Kracher von einem Piratenpark übernimmst. Schließe den Bau der Fahrgeschäfte ab, werde zu einem Publikumsmagneten und unterhalte deine Gäste mit Seemannsgarn und allem Drum und Dran, ne? So, und zwar gibt es hier jetzt leicht, mittel und schwer. Leichtes, ziehe 800 Gäste an, baue 2 beliebige Fahrgeschäfte, mittel, ziehe 900 Gäste an, baue 4 beliebige Fahrgeschäfte und schwer, ziehe 110 Gäste an, 1100 Gäste an und verdiene 15.000 Euro. So, das hier ist jetzt unser Park. Was ich jetzt mal eben kurz euch sagen muss, Leute, ich habe gerade keine Ahnung, was ich davor gesagt habe, weil das habe ich gestern aufgenommen. Ich habe gedacht, die Aufnahme wäre komplett im Arsch gewesen, weil mein OBS ist komplett abgestürzt. Ich nehme jetzt auch gerade nicht mehr mit OBS, sondern mit Fraps auf, weil irgendwie OBS möchte dieses Spiel nicht nehmen.
Und da ich gesehen habe, dass zum Glück der Anfang noch da ist, zocken wir jetzt hier drauf los. Und ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe. Falls ihr noch mehr von Planet Coaster sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Einen dicken Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare. Und die Frage ist auch noch, möchtet ihr dieses dann gecuttet haben oder uncut? So, auf jeden Fall gucken wir uns hier mal kurz die Fahrgeschäfte direkt an. Und zwar, ach, jetzt habe ich das Gebäude angeklickt. Und zwar haben wir hier The High Seas. Die nennen wir mal um in Piratenrutsche. Piratenrutsche finde ich geiler. So, dann schauen wir mal hier, wie das so aussieht. Finanzen, ah, das können wir ein bisschen erhöhen schon, das Ganze, weil wir müssen ja viel Knete machen, ne? Da muss man ja dran denken. So, und dann erhöhen wir einfach den Intervall, setzen wir mal runter, statt zu nicht blockieren, 100. Und er darf starten, erst wenn das voll besetzt ist, das Teil. Mindestens muss das Ding voll besetzt sein, weil sonst bringt's ja nichts, ne? Also hier, sonst ist ja die Warteschlange hier die ganze Zeit scheiße, das ist ja auch kacke, oder? So, okay, und jetzt rennen hier die Leute rein wie die Bekloppten, guck mal, und jetzt geht das hier auch richtig los. Jetzt sollte 30% sollten jetzt mal langsam sagen, yo, ist nicht mehr so, dass die Piratenrutsche so voll ist eigentlich. Das geht jetzt auch langsam runter, sehr gut, sehr gut. So, dann haben wir hier einen Roktopus, heißt das Fahrgeschäft, beziehungsweise der Typ, und heißt Common in the Ocean, das nennen wir The Monster, wie auf deutschen Kirmesplätzen oder Krake könnte das auch sein hier. Und deswegen nennen wir das mal so, und dann gucken wir mal die Finanzen, das erhöhen wir mal direkt auf 6 Euro. So, okay, Dauer ist 97 Sekunden, dauert dieses Fahrgeschäft. Da müssen wir mal gucken, ob wir das vielleicht runtersetzen irgendwie. Weil wenn man sieht hier, das muss übrigens auch voll besetzt sein, hier sind so viele Leute einfach an der Warteschlange. Die ganze Warteschlange steht voll. Hier gibt es auch bestimmt wieder Mecker, dass die so voll ist. Aber gut, so. Und ja, unsere erste Aufgabe jetzt ist ja, wir sollen Fahrgeschäfte hinbauen. Und zwar würde ich sagen, wir nehmen das Insanity. Ich habe gestern halt schon ein bisschen gezockt. Ich kann euch die andere Map auch nochmal zeigen, weil ich ja gedacht habe, ich habe halt ein paar Mal öfter mit OBS probiert aufzunehmen. Es hat halt einfach nicht geklappt. So, und zwar spielen wir jetzt mit diesem. Drehen tut man übrigens, wenn man Y drückt. Einfach Y, da steht es auch nochmal Fahrgeschäft, wie man es dreht. Y und dann die Maus hin und her. Und zwar packen wir das Ganze hier hin. So, und dann müssen wir jetzt den Eingang platzieren. Der Eingang kommt hier hin so. Und der Ausgang kommt hier hin. So, und dann müssen wir jetzt eine Warteschlange hier bilden. Und zwar nehmen wir da das. Das ist ganz geil. Und zwar machen wir hier jetzt eine richtig krasse Warteschlange, weil das Geschäft ist bestimmt gut besucht, denke ich mal. Deswegen werden wir hier auch so eine richtig schön geordnete Warteschlange hinbauen. Oh, warte mal, das war jetzt falsch. Warte mal, das soll ja alles geil aussehen. Hier, das soll ja alles ungefähr gleich aussehen. Deswegen bauen wir das jetzt hier mal so, so, so. Das ist alles gar nicht so einfach. Dieses Planet Coaster hier, da bin ich noch nicht so hundertprozentig im Thema drin. So. Und zwar bin ich auch am Überlegen, ob wir schon direkt Premium Pass machen. Bloß das Problem ist, was ich gestern rausgefunden habe. So, und zwar eröffnen wir den ganzen Spaß. Zack. Jetzt müssen wir hier, wie ihr vielleicht wisst, hier sieht man Szenario, Warteschlangen-Szenario. Ein Bild ist einfach 25%. Erstmal gucken wir mal den Preis. Den machen wir direkt hoch auf 8. So, und zwar 25% ist wirklich preiswert. Okay, 10. Komm, das kann nicht sein, dass 2% meinen, dass es wirklich preiswert ist. Alter Falter, guck mal, und hier gehen direkt die Massen rein. Und deswegen packen wir jetzt mal hier erstmal ein bisschen Deko hin. Und zwar hier so ein Blumenfass, hier so ein Blumenfass. Hier packen wir ein Blumenfass hin, hier packen wir ein Blumenfass hin. Hier kommt so ein Blumenfass hin. So, hier schön, schön, hübsch, hübsch. So wie ich das gehört. So, sehr schick. Was wir nicht vergessen dürfen, sind eine Mülltonne, ja, sonst, das hatte ich nämlich gestern auch das Problem, das zeige ich euch dann mal. So, nachdem ich mal eben einmal ganz kurz weg war, haben wir auch schon den ersten Ruhm erzählt, und zwar Piratenschlacht. So, und wir waren gerade beim Dekorieren. Ich hatte erzählt, wenn wir hier keine Mülleimer hinstellen, wird der ganze Park zugemüllt. Das habe ich gestern schon beim Spielen ein bisschen, ja, rausgefunden quasi. Und dann beschweren sich die ganzen Leute immer, dass hier einfach der ganze Park voll gemüllt ist, zugestellt ist und hast du nicht gesehen. Solange warte ich nicht auf Insanity, okay? Wir machen das übrigens wieder mit voll besetzt und die längste Wartezeit ist, sagen wir mal, 60 Sekunden. Oh. Und die kürzeste minimal ist 20 Sekunden.
Also, dass das halt richtig losgeht. So. Und, ja, wir haben schon 9000 Euro. Jetzt das nächste ist, viele Gäste haben gerade erstmal Durst. So, Durst ist nicht gut, deswegen stellen wir jetzt hier am besten einfach mal so eine Getränkehütte. Hier einfach daneben, ganz einfach, so eine Cosmic Cow. Stellen wir hier jetzt einfach hin. So, und dann gucken wir mal, was die Shakes hier kosten. 6, 7, ach nee, das ist eigentlich genau dasselbe immer alles, ne? Also 6, 6, so. Okay, und dann schauen wir mal, wie viele Leute da hingehen. Ich glaube, wir müssen gleich noch ein Ding davon hinbauen, woanders hin. Aber erstmal bauen wir jetzt noch ein zweites Fahrgeschäft. Und zwar bauen wir hier so eins einfach hin, so ein ganz chilliges. So ein, wie nennt man das? So eins, was quasi, ach du Scheiße, ich habe den Ausgang vergessen. Ich war ja bei dem einen noch gar nicht fertig. Wir müssen natürlich noch einen Ausgang hier hinbauen. Ein Weg, wisst ihr Leute, wenn man da natürlich keinen Weg hinbaut, ist halt ein bisschen bad, weißt du, da ist das ein bisschen bad. Dann kommen die Leute hier nämlich nicht wieder raus und dann sind die nämlich sad. Und das ist bad, wenn die sad sind, die Peebles. So, okay, und jetzt müssen wir den Eingang hier auch wieder ein bisschen Warte-Snake-mäßig hier machen, einfach so eine Schlange hinbauen. So ein bisschen, hier machen wir auch nicht so ganz so lang. So, zack, reicht wohl und dann machen wir den Scheiß hier auf. Öffnen. So, zack, dann gucken wir mal, was die kostet. Machen wir auf 4 Euro. So, und jetzt brauchen wir hier immer noch ein bisschen Szenario, weil es sieht immer noch schlecht aus mit unserem Szenario hier. 62%, naja, gut. Dann brauchen wir hier Szenario. Was kann man da noch hinpacken? Wir packen jetzt hier einfach mal einen hin, der hier so richtig puff in die Menge pufft. So, und zwar kommt der einfach dahin, so eine Animatronic. Packen wir auch nochmal hier hin, den gleichen. So, dann schießen die sich gegenseitig ab. Was können wir denn hier noch so hinbauen? So eine Laterne finde ich übrigens auch gar nicht mal so scheiße. Weil dann haben wir ein bisschen Beleuchtung hier am Weg. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. So, die setzen wir hier mal in einem kleinen Abstand hin. So, ganz einfach. Ich mag das übrigens. Ich freue mich eigentlich schon voll drauf. Wenn euch das hier auch mega gefällt, ne? Ohne Scheiß. Es gibt direkt ein Let's Play davon. Ich sag's euch, Leute. Direkt, weil ich habe da echt mega Bock drauf. So, guck mal. Hier packen wir jetzt einfach so einen Zaun mal hin. So, weil hier sollen die Gäste ja nicht langlaufen. Das ist ja einfach so. Hier sollen die ja nicht langlaufen. Und warte mal. Hier packen wir dann so Bänke hin. Weil es gibt auch hier so, eine Bank. Eine Parkbank hier. Irgendwie so Spezialeffekte kann man übrigens auch haben. So, das machen wir mal weg. Hier so eine Fassbank. Die kommt jetzt hier hin. Dann kommt hier noch eine hin. Oh, okay. Und hier. Dann müssen wir mal eben kurz die Lampen hier ändern. Die müssen wir eben kurz verschieben. Und zwar die verschieben wir dahin. Guck mal, die setzen sich da einfach alle drauf. Scheißegal. Die Lampe ist da zwar. Ist da zwar. Ja. Da, aber scheiß doch drauf. So, okay. Und hier sieht man übrigens die Leute, die wollen hier einfach warten. So, wir sind bei 84% schon. Da können wir natürlich hier noch ein paar Bäume hinpflanzen. So eine Palme passt nicht so, dann eher sowas hier so an den Weg, würde ich sagen. Weil das sieht einfach schick aus, wenn man hier so am Weg so geilen Scheiß hat. So. Okay, und auch hier noch auf der Seite, weil wir müssen das andere auch noch mit dem Szenario hier so ein bisschen verbessern. So, und natürlich hier können, finde ich, auch noch ein paar Bänke hin hier zum Warten, wenn die Besucher hier auf ihre Freunde in dem Ding warten, finde ich, ist das gar nicht mal so schlecht. Dann kommen hier auch noch so ein paar Müllfässer dazwischen. So, bei dem Cosmic Cow hier müssen übrigens auch mal Müllfässer hin, weil sonst liegt hier nämlich gleich viel Müll rum. Ich kenne die Leute ja. Die schmeißen das ja mal alles irgendwo hin. Hauptsache irgendwo hin, den Kram. Oh, das Karussell chillt aber ganz schön. So, wir haben 11.000 schon und haben schon ordentlich Besucher hier in unserem Park. Ist eigentlich ganz geil, wie viel Szenario hat das, wie viel Szenario hat das? 91%, guck mal, dann packen wir hier. Was können wir denn hier noch hinpacken? Mülltonnen, Bänke, Natur, Utensilien. Und zwar kommt hier, würde ich sagen, einmal noch so eine Kapelle hin. So ein bisschen, dass die hier mal ein bisschen abgehen, dass die Leute sich auch hier so ein bisschen was angucken können. So, und zwar finde ich das eigentlich ganz, ganz gut, dass die hier so ein bisschen rumdödeln. Jetzt müsste es 99% haben. Ich würde sagen, dann packen wir hier ein paar runde Laternen hin einfach, weil wir wollen ja auch mal ein bisschen hier den Stil wieder durchziehen
mit unseren Laternen hier. Die Leute setzen sich hier hin, hören sich den geilen Scheiß an. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. So, dann hier so ein paar Laternen dazwischen. So, ganz hübsch. So, jetzt brauchen wir nochmal ein paar Fässer hier. Ein paar Müllfässer, bevor die Leute hier wieder ihren Müll überall hinwerfen, ne? Man kennt die ja, die Dudes. Packen wir hier lieber mehr als genügend Mülltonnen hin. So. Okay, hier müssen auch noch welche hin. So, und wir müssen jetzt... bauen jetzt noch ein Fahrgeschäft. Und zwar bauen wir jetzt mal ein bisschen krasseres. Irgendwie sieht das schon komplett anders aus als das, was ich gestern hier zusammengeschustert habe. Ohne Scheiß. So, und zwar soll hier jetzt an diese Stelle... kommt das hier hin? Ja, ich würde sagen, hier packen wir es hin. Kommt hier an diese Stelle hier hinten das Krasse. So, jetzt brauchen wir einen Eingang, der kommt hier hin. So, und der Ausgang, den packen wir wieder hier hin. Den Ausgang verbinden wir einfach wieder hier. Ach, ich habe übrigens die Steuern, die Steuerung noch nicht so richtig drauf. Also, deswegen nicht wundern, Leute, dass das manchmal hier so ein bisschen abfailt einfach. So, jetzt steht die Parkbank natürlich mega beschissen. Die nehmen wir da mal eben kurz weg hier. Weil das geht ja gar nicht. Das sieht ja beknackert aus hier. So, okay, die stellen wir jetzt einfach dahin. Ne, da ist gerade blockiert. So, einfach hier hin, voll mitten in den Weg. So, das Ding steht jetzt auch ein bisschen beschissen. Das drehen wir so ein bisschen so. So, würde ich sagen, wa? Wie viel Prozent hat das? 100, wie viel hat das? 73. Und das hat auch schon, ich weiß gar nicht, wie viel, das gucken wir gleich. So, dann drehen wir das Ganze jetzt nochmal wieder. So war der Mausdreher. So, okay, ein Stück nach oben. So. Und zwar packen wir hier jetzt mal einen schwarzen Weg. Ich würde sagen, eine robuste Holzplatte. Oh, das war gerade kacke. Und zwar soll das hier so richtig schön... also die Warteschlange soll eigentlich hier so richtig gut so ein bisschen dran vorbeigehen, dass die Leute schon direkt Bock auf dieses Karussell haben und sie direkt sehen so, boah, Alter, da passiert ja schon was, so richtig hammergeil. Ich weiß auch nicht, wie viel Ansturm hier auf dieses Karussell ist, weil ich spiele ja das erste Mal Planet Coaster. Beziehungsweise halt nicht das erste Mal. Das ist ja leider, hat ja leider nicht so ganz geklappt mit der Aufnahme hier zusammen mit euch. Wollte eigentlich zusammen mit euch das erste Mal Planet Coaster spielen. So, aber ich habe noch nicht so, ich habe auch gerade noch gar keine Vorstellung mehr, wie viel Andrang das letzte Mal auf dieses Karussell gewesen ist. Das weiß ich gerade so gar nicht. So, da haben wir den nächsten Erfolg. Jawohl, sehr gut. So, okay, und jetzt gucken wir mal. Hier kann noch was dazwischen, so ein Ladengeschäft irgendwie. Ich würde sagen, hier packen wir jetzt mal ein Toilettenhäuschen hin, weil die Leute müssen ja auch irgendwann mal aufs Klo, aber wir nehmen hier mal ein anderes Klohäuschen, das ist irgendwie kacke, dieses Klohäuschen. So, haben wir hier eine Märchendorf-Toilette, setzen wir hier hin. So, und zwar muss ich dran denken, hier auf diese Toilette zu klicken und erstmal da auf den Toilettenblock zu gehen und erstmal 1 Euro fürs aufs Klo gehen nehmen, weil die Leute, die sind halt so, die, die machen sowas. So, und das machen wir hier auf 13 Euro. Die nennen wir, Fly Away irgendwie. Nennen wir das mal. Wie nennen wir das denn hier mal? Schunkelspaß. Ihr könnt übrigens auch bei meinem nächsten Park dann, den ich hier mache, könnt ihr, das habe ich gerade mal so beschlossen, das finde ich eigentlich ganz geil, wenn ihr, wenn wir quasi zusammen die Namen bestimmen, so wie die Fahrgeschäfte und sowas heißen. Das finde ich eigentlich ganz cool. So, hier kommen übrigens jetzt noch mehr Bänke hin, würde ich sagen. Weil die Leute, die wollen sich halt einfach mal ausruhen. So, dann kommen hier noch ein paar Tonnen dazwischen. So, so, so. Wie man sieht, die Leute, die nehmen das an hier. Die haben Bock. So, und dann kommen hier einfach ein paar Laternen noch hin. So zur schönen Beleuchtung. Weil das ja sonst blöd ist, wenn das hier alles so dunkel ist. So, warte mal. Übrigens... verschieben nach unten kann man das so und nach da und nach da und dann kommt das hier so hin. So, zack. Sehr schön. Sehr schönes Ding. Oh, Mist, das wollte ich gar nicht kaufen. Jetzt habe ich da gerade zwei übereinander gestellt. Naja, egal. Doppelt hält besser, ne? Wir schieben mal eine und schieben die woanders hin. Wo schieben wir die denn mal hin? Hier ist zum Beispiel noch keine. So. Und ist das jetzt hier schon geöffnet? Ja, sehr gut. Okay, das ist schon offen. Hier strömen auch schon die ersten Besucher hin. Das finde ich sehr gut. So. Und jetzt muss ich nochmal was überlegen. Und zwar soll hier eigentlich noch was Cooles hin.
sowas Cooles, und zwar so ein Krakenmonster. Das wäre doch hammerhart geil, wenn man hier einfach so ein fettes Monster reinbaut, was so aus dem Untergrund geschossen kommt auf einmal. So, guck mal, Leute. Auf einmal kommt dieses Vieh aus dem Untergrund. Oh Gott, jetzt habe ich da gerade zwei hingesetzt. Oder wie? Irgendwie muss das auf jeden Fall noch ein bisschen anders positioniert werden. So finde ich das eigentlich ganz geil. So, jetzt taucht das zwar so leicht im Fußboden rum. Das ist halt echt ein bisschen riesig, das Ding, ne? Das müssen wir irgendwie mal echt ein bisschen anders verschieben. So würde ich sagen. So packen wir das hin und dann schwimmt das hier. So, wie viel Szenario hat das jetzt hier? 53%. Das hier hat jetzt volle 100. Jetzt ist das hier aber auch ein bisschen dunkel. Das heißt, hier packen wir jetzt nochmal szenarienmäßig ein bisschen Beleuchtung hin. So ein bisschen Licht. Und zwar machen wir einfach so eine Kette hin. Oder eine Laterne, eine Schädellaterne. Weil ich das eigentlich ganz witzig finde. Passt zwar jetzt vielleicht nicht so zu diesem Vintage-Look hier. Aber komm, wir müssen ja auch mal ein bisschen Abwechslung hier haben in dem ganzen Spaß. So. Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Szenario. Und zwar packen wir hier mal so einen geilen Torbogen hin, wenn das passt. So, passt der hier hin? Nein, natürlich nicht. So eine Kacke. Dann packen wir den einfach hier so hin. So, okay, jetzt muss ich mal eben einmal kurz drehen, das Ganze. Und zwar muss das einfach weiter nach unten, dieser Torbogen. So. So. Das sieht doch schon mal ganz geil aus. Oh, wir haben direkt den dritten. Lol, wir haben schon 15.000 Euro erzielt und 1.000 Gäste. Nice, wir sind fertig. Leute, wir haben es. Mega geil. Finde ich richtig gut, Alter. Wir haben richtig gut gewirtschaftet. Wir haben das hier richtig schnell auf die Kette gekriegt. Man muss einfach sagen, das ist der Oberburner. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt hier nochmal. Also man kann hier noch vieles, vieles mehr machen. Kann hier jetzt zum Beispiel noch eine Marketingkampagne starten oder hier eine Forschung starten, dass wir hier dies forschen und das forschen. Und hier machen wir einfach 3.000 Euro und hier 3.000. Und hier kann man, glaube ich, 1.000 machen. Also so viel, wie halt es geht. Wir stecken hier so viel Geld in die Forschung und Marketing. Da können wir noch eine Kampagne machen hier, dass hier halt wirklich mal richtig viele Leute reinströmen. Wir machen das jetzt hier mal richtig schnell. Und jetzt seht ihr auch, wie das Geld hier so ein bisschen flöten geht. Aber hier halt die Leute eigentlich relativ gut schnell herkommen. Und hier gleich auch unsere Forschungen schnell fertig sind. Also es rast hier ohne Ende. Wir ballern hier auch das Geld für Forschung raus. Unfassbar. So, natürlich sieht es voll aus bei Cosmic Cow. Da könnten wir jetzt noch eine hier hinbauen. Aber ich finde den Park hier so schon mal gar nicht mal so schlecht. Muss man ja sagen. Und zwar möchte ich jetzt mal abspeichern hier. Und zwar Park speichern. Das nennen wir neuen Park speichern. Piratenschlacht. Neu, so, und zwar Park speichern, dann gehen wir Park laden und zwar machen wir da mal Park Piratenschlacht schon mal ganz geil. Machen wir nochmal auf. So, und zwar zuletzt 23.14 Uhr gestern und deswegen, das möchte ich euch nochmal kurz zeigen hier, wie diese Piratenschlacht hier aussieht, was ich da so veranstaltet habe und wie viel Kohle ich da einfach gemacht habe. Alter Leute, das war so, das ist einfach so krass, wie viel Geld man da macht, ne? So, ihr seht hier, ich habe es halt hier geschafft und ich habe hier einfach 100.000 Euro. So, es sieht hier übrigens jetzt so aus. Also ich habe hier schon was Großes hingebaut. Hier ist eine Achterbahn, die ordentlich Knete macht. Hier fehlt aber noch so ein bisschen was. Hier ist so ein Cosmic Chaos dann. Hier ist so ein bisschen, ich finde der Park hier ist aber ein bisschen hässlicher geworden als den, den ich gerade eben gebaut habe. Muss ich sagen, ich habe so angefangen, wie ihr sehen könnt hier. Das steht auch so nebeneinander, nur dieses Vintage Hotel, Karussell steht eher hier. Das steht da, hier steht auch so ein Teil. Hier steht so ein Cosmic Chaos Stand. Hier auch, hier steht noch so eine Achterbahn. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr noch mehr sehen wollt davon, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge Planet Coaster. Wenn ihr mehr sehen wollt, vielleicht schon direkt morgen. Macht's gut, haut rein, ciao!